dass ich quasi hier dann mit dem MB-Truck von vorne reinfahren kann. Und hier hinten unsere Mistekiste. Servus Leute, heute mache ich wirklich mal einen Vlog. Ein bisschen kruscheln, ein bisschen dies und das. So ein paar Sachen im Garten. Ich habe ja den Bagger da, das habe ich euch ja schon mal erzählt, den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen Tabula Rasa machen. Nachher muss ich auf jeden Fall auf die neue Weide, wo die Pferde morgen hingehen. Das zeige ich euch dann auch mal. Und da müssen wir noch ein paar alte Baumstämme wegmachen, die wir haben da ein paar Bäume umgelegt. Und das wollen wir in der Feuertonne verbrennen. Das ist eigentlich nichts für den Ofen. Das zeige ich euch später auch mal. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Tabula Rasa im Garten. Ich habe da so ein paar Bahnschwellen, die müssen umgestapelt werden. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich mit dem Truck hier durchkomme, da wo die Bahnschwellen hin sollen. Schauen wir mal, was heute so aus dem Tag wird. Viel Spaß beim Video. So, und wie sieht das aus? Also hier an der Seitenscheibe hält es auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen Gimbel mit einem Saugnapf. Ist vielleicht ganz geil. Jetzt mal gucken. Also das mit der Kamera hier, ich hoffe ihr seht die, das ist richtig klasse, das erleichtert das so die Arbeit. Ich habe jetzt, wie gesagt, das erste Mal mit der Kamera dieses Vorderteil, also hier den Ballenspieß dran gemacht, und der Ballenspieß war beim ersten Anfahren dran. Also die Übersicht ist echt spitzenmäßig. Jetzt will ich mal versuchen, hier vorne liegen so ein paar Bahnschwellen. Da liegt aber noch eine Europalette im Weg. Jetzt will ich mal versuchen, da die Europalette zuerst wegzumachen. Und dann so eine Bahnschwelle dran zu hängen. Weil alleine schleppen ist ein bisschen schwer. Ich hoffe, ihr haltet hier. Wenn der runterfällt, dann habe ich ein Problem. Da ist, glaube ich, alles im Klumpen. Jetzt haben wir die Bahnschwelle uns so gelegt. Dass wir eigentlich da drunter spießen können. Jetzt hätte ich absolut keine Chance gehabt, das alleine zu machen. Ohne Einweiser. Und jetzt macht es zumindest den Eindruck, als ob es gehen würde. Perfekt, ich stehe perfekt davor. Muss er einmal nur noch anheben und dann habe ich sie auf meinen Ballenspieß drauf. Perfekt. Also, so klappt das mit der Kamera. Eine wesentliche Erleichterung. Rückwärts hier raus. So, und hier soll dann auch ein kleines Vordach nochmal dran kommen. Und hier möchte ich es auch gern so haben, dass ich hier noch ein bisschen auskoffere. Und dass ich quasi hier dann mit dem MB-Truck von vorne reinfahren kann und hier hinten unsere Mistekiste hinstellen kann. Also nicht, dass man durchfahren kann, sondern dass man hinten halt eine richtige Kante hat, damit die Kante dann meine Frau nutzen kann, um da einfach mit der Schubkarre ebenerdig den Mist reinzukippen. Und der Vorteil von dieser ganzen Sache wäre, dass die Werkstatt leer ist
Und wenn ich hier ein Vordach habe, steht ja der EB-Trag trocken. Und das würde ja vollkommen ausreichen. Und dann hätte ich immer die Werkstatt leer, um da verschiedene Sachen zu schrauben. Das würde mir richtig gut gefallen. Jetzt ist es gerade ein bisschen eng hier, weil ich hinten eine riesen Heckkiste dran habe. Und die gerade so durch die hintere Einfahrt passt. Das muss ich auch noch mal irgendwann optimieren. Sonst hat man hier eine Kurbelage ohne Ende. Jetzt zeige ich euch, wo diese Bahnschwellen hin sollen. Übrigens, lasst mal einen Kommentar da, ob euch das so gefällt, wenn ich das vielleicht des Öfteren mal so tue. Einfach bei meinem, ich sag jetzt mal, täglichen Gekruschele, was ich hier mache, euch mitzunehmen. Das sagt noch mal einer, der EB-Trag ist zu groß, der passt perfekt hier durch. Ich habe das alles genau ausgemessen. Spaß. Mehr Glück als Verstand, hätte ich fast gesagt. Ja? Sehr gut, so. Und das war jetzt der erste Test. Erste Test mit einer Bahnschwelle und natürlich können wir da 2, 3, 4, 5 Stück drauflegen und dann die gesammelt hier runterfahren und hier unten ziehen wir so uns mit der Hand ein bisschen hin und her. Ich wollte erstmal testen, ob das alles so funktioniert. Und ich muss sagen, es passt. Es passt so, als ob ich es gewollt hätte. Natürlich, alles gewollt mit dem Busch hier. Der kleine Busch, der soll stehen bleiben, der soll wieder ein bisschen austreiben. Natürlich aufpassen, dass ich nicht mein Carport abräume hier hinten. Das ist schon eng. Millimeterarbeit mit dem Busch, aber es passt. Sehr gut. Das ist top. Aber Millimeterarbeit auch nur, weil ich da so blöde Heckkiste dran habe. Die Heckkiste. Wie gesagt, für das Holz transportieren, das sage ich auch noch in dem Video. Jo. Sehr gut. Und vielleicht schneide ich jetzt nochmal ein paar Aufnahmen rein. Ich fahre jetzt mit dem Zimmer. Kurz mal auf die Wiese. Die Hexe nämlich einen dritten Schnitt. Und dann wollte ich eigentlich mal ein paar Aufnahmen machen. Jo, erste Bahnschwelle liegt da unten. Da unten sollen zwei Reihen Bahnschwellen hin, so ein bisschen als Abgrenzung nach unten zu den Nachbarn. Und da sollen ein paar Büsche reingepflanzt werden, die dann aber nur zwischen den Bahnschwellen und dem Rindenmulch als Abgrenzung wachsen. Und ich habe da noch, also hier habe ich jetzt noch sieben Stück liegen. Sieben volle, zwei halbe. Und drüben vor meinem Haus habe ich bestimmt auch nochmal sieben, acht Stück liegen. Erstmal da unten sollen die als Begrenzung dienen. Übereinander gelegt, ein bisschen mit einem Eisen festgemacht und dann sollte das Ganze auch ausreichen, weil es ist jetzt nicht so, dass hier Sturzbäche hier runterfließen und es versickert auch vorher. Hier die Einfahrt soll ja auch noch gepflastert werden und von daher werden wir dann uns mit der Entwässerung sowieso noch mal ein bisschen was überlegen müssen. Das machen wir aber erst, wenn wir auch hier die Ecke weggegraben haben.
geht es auf jeden Fall. Mist abladen zur Biogasanlage. Schippe haben wir dabei.
Soweit ich nochmal sagen muss, das ist hammergeil, wie der läuft. Ich bin eben Vollgas gefahren, das sind, über 40. Der schwackelt nicht mehr so viel, das hört ihr am Sitz quietschen. Ja, der Sitz quietscht immer noch ein bisschen, aber dieses Reifentauschen, richtig geile Nummer. Hier, ich baller hier mit 35, 40 lang, freihändig. Also gute Reifen machen schon einiges aus und wahrscheinlich auch eine gute Gewichtsverteilung. Ich habe jetzt hinten nur meine blaue Box dran. Die blaue Box wiegt leer, so um die 300 Kilo. Bisschen Mist, wenn das Ding fährt, wie brennt das Ding? Ist der absolute Burner. Jetzt mal gucken, wenn ich hinten den Gewichtsstein dran habe, wie er dann liegt. Das habe ich ja auch noch gar nicht probiert. So, jetzt sind wir angekommen. Biogasanlage. Und da kippe ich jetzt mal ein bisschen Mist hin. Das ist nicht viel, aber da jetzt auf den Betrieb, wo ich sonst immer hinbringe, bei uns im Ort gerade so viel Betrieb ist, da die den dritten Schnitt machen, habe ich gesagt, alles klar, dann fährst du schnell selber hierher. Hier ist tote Hose. Nichts los in der Hose. Anlage läuft bestimmt, aber wirklich ist ziemlich leer. So, wo ist der Misthaufen? Geradeaus. Schön davor kippen. Was ist das hier für ein Haufen? Diesmal hat es gut gehalten, leider an der Heckscheibe nicht, die ist zu rau, die ist aber aus Plexiglas, vielleicht kann ich die mit einem ganz feinen 1000er Schleifpapier mal anschleifen, dass ich euch da hinhängen kann, dass er da oben in der Ecke sitzt, habt ihr noch mehr vom Überblick. Klappe auf, Pendelklappe. Eine Schippe mitgenommen, weil wie gesagt, das Ding ist eigentlich nicht wegfahrenswert. Aber ihr wollt ja auch was sehen. Und da seht ihr es. Ist ein bisschen von der Weide. Ist sogar schon was drauf gewachsen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie lange der Spaß da schon drauf liegt. Jetzt machen wir. Lenkradkleber ganz hoch, Box ganz hoch und ihr hört oder ihr seht, da tut sich gar nichts, da rutscht nichts runter und warum nicht? Ja, weil es schon festgewachsen ist. Helfen wir mal ein bisschen nach. Aber ich muss euch mal ganz kurz wegstellen und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. So, jetzt fahren wir ein Stück vor und dann soll das funktionieren. Das glaube ich ja, das Ideale wäre. Ich glaube, das Ideale wäre ein Magnetfuß. Wisst ihr, ob es sowas gibt? Magnetfuß. Für ein Schraubgewinde für eine Kamera. Ich glaube, Magnetfuß ist die einzig wahre Lösung. Habe ich euch hier dran und dann funktioniert das Ganze. So. Fast leer. Das bisschen hole ich noch mit der Schippe runter. Sauber.
will nämlich nächste Woche damit Schotter holen. Jetzt ist absolut windig. Ich hoffe, ihr versteht überhaupt irgendwas. Ich muss, glaube ich, nochmal danach gucken, ob es hier auch windig gestellt ist. So. Anklicken, entlasten. Heckkraftheber ein bisschen runter. So, dass wir die Rückleuchten sind, die sieht man. Und Abfahrt nach Hause, die erspare ich euch. Tschüss.